Ich möchte nun über die dynamische Modellierung der permanent erregten Gleichstrommaschine im Bildbereich der Laplace-Transformation sprechen. Das heißt, wir hatten eigentlich schon das Zustandsraummodell betrachtet, beziehungsweise ein Blockschaltbild abgeleitet. Häufig ist es jedoch so, dass wir mittels Größen wie einer elektrischen Zeitkonstante, beziehungsweise Ankerzeitkonstante oder einer mechanischen Zeitkonstante derartige Systeme beschreiben, insbesondere wenn wir messtechnisch die Parameter bestimmen wollen. Und um diese Begriffe zu verstehen, möchte ich jetzt nochmal zurückgehen, dass wir nämlich uns anschauen, wie sehen nämlich die Gleichungen dieser permanent erregten Gleichstrommaschine im Bildbereich der Laplace-Transformation aus. Und dann formen wir die ganz leicht um und dann ergeben sich die Größen der Ankerzeitkonstante und der elektromechanischen Zeitkonstante, die man nämlich dann auch messtechnisch einfach ermitteln kann. Ausgangspunkt ist wieder hier rechts dargestellt der Ankerkreis und die mechanisch angekoppelte Last. Das heißt eigentlich unser Modell für die permanent erregte Gleichstrommaschine. Wir gehen jetzt nur aus, dass wir jetzt hier im Bildbereich der Laplace-Transformation sind. Das heißt, alle unsere Größen hier, die angelegte Ankerspannung UA, der Strom IA, die induzierte Spannung, die Momente und die Winkelgeschwindigkeit seien Funktionen der Laplace-Bildvariablen S. Und wir wollen jetzt hier eine Dämpfung vernachlässigen. Das vereinfacht dann die dynamische Grundgleichung. Und dann können wir hier folgende Gleichungen aufstellen. Wir haben einerseits natürlich die beiden Grundgleichungen des Motors. Das Motormoment wird K phi e, die Motorkonstante, multipliziert mal dem Ankerstrom IA von S sein, jetzt aber hier im Bildbereich der Laplace-Transformation, das heißt hier mm von S ist gleich K phi E mal IA von S. Und die induzierte Spannung an diesem elektromechanischen Energiewandler ist auch proportional zur Motorkonstante multipliziert mit der Winkelgeschwindigkeit Omega von S. Und dann können wir hier die Bilanzgleichungen aufstellen, die Maschengleichung für den Ankerkreis, das heißt hier UA ist die Summe der Spannungsabfälle über der Induktivität und dem Widerstand plus die induzierte Spannung. Das heißt, UA von S minus die induzierte Spannung ist RA mal IA von S plus S mal LA mal IA von S. Ja, diese beiden Spannungsabfälle. Und für die mechanische Welle gilt wieder das Momentengleichgewicht. Das heißt, MM von S minus MW von S, Motormoment minus Widerstands- bzw. Lastmoment, ist S mal J mal Omega von S. Das heißt, J mal die Omega nach dt wird hier genauso übersetzt in den Laplace-Operator S für die Ableitung und das J als Trägheitsmoment bleibt eine Konstante. Und jetzt wollen wir das hier umformen. Ja, das hier sind eigentlich nur die Gleichungen. Direkt Laplace transformiert können wir jetzt machen, wenn wir annehmen, dass K phi E gleich konstant ist, weil wir jetzt gesagt haben, das ist eine permanent erregte Maschine. Das heißt, wir haben hier irgendwo so einen Permanentmagneten, der das Feld erzeugt. Jetzt formen wir das um und führen zwei Größen ein. Das heißt, ich klammer jetzt hier ein RA aus und schreibe das dann auf RA mal 1 plus STA mal IA von S. Und genauso führe ich hier eine Größe ein, das sieht auf den ersten Blick ungewöhnlich aus, das wird dann aber später klar, wenn wir uns die Übertragungsfunktionen angucken, die sich dann ergeben. Hier schreibt man das S mal J einfach um als K phi E Quadrat durch RA mal S mal TM mal Omega von S. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei neue Größen eingeführt, TA und TM. TA ist die sogenannte Ankerzeitkonstante oder elektrische Zeitkonstante LA durch RA. Das heißt, so wie beim normalen LR-Kreis beschreibt diese, wie schnell sich sozusagen der Strom in der Ankerwicklung ändern kann. Und das ist ein Maß für diese Stromänderungsgeschwindigkeit. Und TM, was folgendes ist, RA durch K phi E Quadrat mal J, ist die elektromechanische Zeitkonstante. Das heißt, hier, wenn man die beiden Ausdrücke vergleicht, muss ja S mal J das gleiche ergeben wie hier K phi E Quadrat durch RA mal S mal TM und da folgt dann automatisch raus, dass diese elektromechanische Zeitkonstante auf diese Gleichung zurückzuführen ist. Und weil hier sowohl elektrische Größen drin vorkommen, also das RA der Widerstand als auch das Trägheitsmoment, bezeichnet man die als elektromechanische Zeitkonstante. Und üblicherweise sind diese natürlich abhängig von den Motorparametern. Es gilt typischerweise, dass die mechanische Zeitkonstante viel, viel größer als die elektrische Zeitkonstante ist. Eine
Ausnahme sind vielleicht spezielle Servomotoren, wo wir keine direkte Last mit großem Trägheitsmoment angekoppelt haben. Führt man diese neuen Größen ein, kann man jetzt natürlich auch wieder ein Blockschaltbild aufzeichnen. Wenn wir uns das nochmal anschauen, dann haben wir hier, wenn wir die linke Seite und die ganz rechte Seite nehmen, hier wieder so eine Eingangs-Ausgangsbeziehung eines Blockes. Die Differenz UA minus UI ergibt, wenn man sie multipliziert mit dem Kehrwert dieses Vorfaktors, die Größe IA von S. Und das gleiche kann man hier für diese Motorwelle machen. Dann kann man das wie folgt aufzeichnen. Wir haben als Eingangsgröße unsere Ankerspannung. Von dieser wird die induzierte Spannung abgezogen. Das geht dann auf dieses elektrische Teilsystem. 1 durch RA mal 1 durch S mal TA plus 1. Das erzeugt den Strom IA von S. Dieser wird jetzt umgewandelt in ein Moment, in dem er mit der Motorkonstante multipliziert wird. Und dieses Motormoment wirkt jetzt auf die mechanische Last. Das heißt, wenn wir jetzt hier das Widerstandsmoment davon abziehen, beziehungsweise das Lastmoment, wird die auf ein zweites System, das die folgende Übertragungsfunktion hat, die wir aus der Momentengleichung ableiten können, RA durch K phi e Quadrat mal 1 durch STM. Und dann kommt hier als unsere eigentliche Ausgangsgröße die Winkelgeschwindigkeit Omega von S im Bildbereich der Laplace-Transformation raus. Hier steckt jetzt nur das Trägheitsmoment drin, das heißt, hier ist nichts anderes als 1 durch S mal J, was wir ja bereits bei der Ableitung des Blockschaltbildes gesehen hatten. Das heißt, was hier fehlt, ist sozusagen die Rückführung über irgendeine Dämpfung und die Winkelgeschwindigkeit wirkt jetzt zurück auf die Ankerspannung, auch wieder über die Motorkonstante mit K phi e, weil die induzierte Spannung ja K phi e mal Omega von S ist. Und das wäre dann das Blockschaltbild mit diesen zusätzlich eingeführten Zeitkonstanten. Und jetzt sehen wir hier offensichtlich TA beschreibt die Änderung des Ankerstroms. Das heißt, wir haben ein PT1-Verhalten zwischen der angelegten Spannung und dem Ankerstrom. Und die elektromechanische Zeitkonstante beschreibt sozusagen die mechanische Verzögerung durch im Prinzip die rotierenden Massen, durch die Trägheitsmomente, die wir erst in Bewegung versetzen müssen, damit wir eine Änderung der Winkelgeschwindigkeit kriegen. Jetzt sieht das auf den ersten Blick unnötig kompliziert aus, dass wir jetzt dieses TA und dieses TM eingeführt haben. Tatsächlich wird das sehr schön einfach dann, wenn wir nämlich die Übertragungsfunktionen ableiten. Das heißt, wir können jetzt hier in diesem System tatsächlich Übertragungsfunktionen ableiten. Haben wir hier üblicherweise vier Größen, die uns interessieren. Das sind einerseits die angelegte Spannung, der Motorstrom, dann die Winkelgeschwindigkeit und das Zusammenwirken als Eingangssignal noch das Widerstandsmoment. Tatsächlich können wir auch sagen, das Motormoment, aber Motormoment und Motorstrom sind ja proportional zueinander. Das heißt, da können wir hier Übertragungsfunktionen ableiten aus dem Blockschaltbild. Die gebe ich jetzt mal an fürs Führungsverhalten. Setzen wir unsere Störgröße, das Widerstandsmoment bzw. Lastmoment gleich 0. Dann kriegen wir hier zwei interessierende Übertragungsfunktionen. Entweder die von der Winkelgeschwindigkeit in Bezug auf die angelegte Ankerspannung Omega von S zu UA von S. Die ist 1 durch K phi e mal 1 durch 1 plus STM plus S Quadrat mal TATM. Und die zweite, die häufig interessiert, IA von S zu UA von S. Wie wirkt sich die Änderung der Spannung auf den Strom aus als 1 durch RA mal S mal TM durch das gleiche charakteristische Polynom 1 plus STM S Quadrat mal TA mal TM. Und wir können auch noch zwei Störübertragungsfunktionen ableiten. In diesem Fall setzen wir UA von S gleich 0 und würden aus dem Blockschaltbild die Abhängigkeiten in Bezug auf das Widerstandsmoment ableiten, dann hätten wir hier Omega von S zu MW von S. Das wäre hier minus RA durch K phi e Quadrat mal 1 plus STA durch 1 plus STM plus S Quadrat TATM. Natürlich wieder dieses gleiche charakteristische Polynom und IA von S zu MW von S als 1 durch K phi e mal 1 durch 1 plus STM plus S Quadrat TATM oder TMTA. Und wir sehen jetzt hier in dieser Darstellungsweise tatsächlich, hier wird das relativ übersichtlich, wenn wir jetzt diese elektrische und mechanische Zeitkonstante
einführen. Man sieht sehr schön hier eine Erhöhung des Lastmomentes. Vergrößerung führt aufgrund des Minuszeichens zu einer Reduktion der Drehzahl. Betrachten wir diese Übertragungsfunktion, dann sehen wir, dass wir natürlich hier überall das gleiche charakteristische Polynom haben, beziehungsweise die charakteristische Gleichung für dieses System angeben können als 1 plus stm plus s Quadrat tm ta ist gleich 0. Und daraus können wir die Eigenwerte bestimmen. Diese wären minus 1 durch 2 ta mal 1 plus minus Wurzel aus 1 minus 4 ta zu tm. Und daraus können wir jetzt einige Dinge schlussfolgern. Und zwar zunächst, dieser Gleichstrommotor beschreibt immer ein stabiles System. Das heißt, das System ist prinzipiell stabil. Die Begründung ist 1 minus 4 ta durch tm ist immer kleiner gleich 1. Dann können wir als zweites ableiten, wann wir gegebenenfalls ein schwingungsfähiges System haben, das aber gedämpft schwingungsfähig nur sein wird, weil wie gesagt das System prinzipbedingt immer stabil ist. Und das ist der Fall, wenn wir hier einen negativen Ausdruck unter der Wurzel kriegen. Das heißt, falls tm kleiner als 4 ta ist, wird dieser zweite Term hier, den wir von 1 abziehen, größer betragsmäßig als 1. Das kriegen wir einen negativen Ausdruck unter der Wurzel, kriegen also hier einen Imaginärteil und damit ein schwingungsfähiges System. Das heißt, in diesem Fall haben wir ein PT2-Verhalten. Und man könnte jetzt hier angeben, mit der Darstellungsweise, wenn wir die Dämpfung einführen, die Dämpfung wäre jetzt hier 1/2 Wurzel aus Tm zu Ta und die Eigenfrequenz Omega 0 wäre hier 1 durch Wurzel Ta mal Tm. Einfach durch den Koeffizientenvergleich hier mit der Standardübertragungsfunktion von einem PT2-Element. Das heißt, wir sagen 1 durch 1 plus stm plus s Quadrat tm ta müsste entsprechen hier 1 durch 1 plus 2d durch Omega 0 mal s plus s Quadrat durch Omega 0. Dann kann man hier durch den Koeffizientenvergleich zwischen diesen beiden diese Beziehungen ableiten. Das heißt, wir haben hier für das System im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ist die elektromechanische Zeitkonstante tm kleiner als 4 mal ta, haben wir ein gedämpft schwingungsfähiges System. Wenn hingegen die mechanische Zeitkonstante größer als 4 mal die elektrische Zeitkonstante ist, was relativ häufig der Fall ist, insbesondere dann, wenn wir ein großes resultierendes Trägheitsmoment an der Welle haben, dann haben wir beim Gleichstrommotor ein System mit zwei getrennten reellen Polstellen. Und in diesem Fall, insbesondere dann, wenn Tm deutlich größer als Ta ist, kann man die Übertragungsfunktion vereinfachen. Und dann wird auch klar, warum wir diese elektrische und die elektromechanische Zeitkonstante einführen. Das heißt, für Tm viel, viel größer als Ta, nehmen wir jetzt mal an, groben Faktor 10, das ist so typisch die Annahme, man sagt viel, viel größer, dann können wir diese charakteristische Gleichung umformen. Dann gilt 1 plus stm plus s Quadrat Tm mal Ta ist dann ungefähr das gleiche wie 1 plus s mal Tm plus Ta plus s Quadrat mal Tm mal Ta. Und wenn wir das betrachten, dann ist das hier die Näherung. Und diese Näherung können wir natürlich umschreiben. Das heißt, das hier ergibt sich, wenn wir 1 plus sta mal 1 plus stm ausmultiplizieren würden. Und jetzt sieht man den Sinn, warum man diese Zeitkonstanten einführt. Für diesen Fall tatsächlich auftritt, wenn wir ein großes Trägheitsmoment haben, wird die charakteristische Gleichung dieser Übertragungsfunktionen näherungsweise darstellbar über die elektrische und die elektromechanische Zeitkonstante und damit sieht man direkt, wie jetzt hier die Zeitvorgänge ablaufen werden und das wollen wir uns jetzt mal an der Simulation angucken. Das heißt, wir werden jetzt einen Gleichstrommotor betrachten und anhand der Simulation kann man nämlich schon ganz grob sehen, wo man nämlich diese Werte TA und TM experimentell bestimmen kann, weil tatsächlich TA, die elektrische Zeitkonstante, sehen wir aus der Steigung des Stromes bei einem Sprung der Eingangsspannung und Tm sehen wir mehr oder weniger aus der Steigung der Winkelgeschwindigkeit. Dann wollen wir das hier mal betrachten in dieser Simulation, wie wir jetzt sozusagen diese elektrische
Und die elektromechanische Zeitkonstante nämlich so messtechnisch ermitteln könnten, beziehungsweise deren Auswirkungen sehen. Ich habe hier ein ganz einfaches Motormodell wieder mit den Parametern, die hier rechts angegeben sind. Das heißt, mit unserem KT, was hier gleich dem KFIE entspricht, RA, LA, einem Leerlaufstrom und dem Trägheitsmoment. Und tatsächlich aus diesen Werten könnten wir jetzt unsere Zeitkonstanten berechnen. Das heißt, die elektrische Zeitkonstante hier als LA durch RA und die elektromechanische Zeitkonstante als RA durch KFIE Quadrat multipliziert mit dem Trägheitsmoment. Jetzt möchte ich aber zeigen, wie können wir die in der Messung sehen, wenn wir nämlich zum Beispiel eine Sprungantwort ermitteln. Das heißt in diesem Fall folgendes: Wir werden jetzt hier einen Sprung der Ankerspannung von 0 auf 24 Volt draufgeben zum Zeitpunkt 10 Millisekunden. Und dann wollen wir messen, was passiert mit dem Strom, der jetzt hier in der Motorzuleitung fließt, und was passiert mit der Winkelgeschwindigkeit. Das heißt tatsächlich hier, die Winkelgeschwindigkeit wird nämlich dann exponentiell zunehmen. Und dieser Vorgang wird nämlich durch die elektromechanische Zeitkonstante beschrieben werden. Und der Strom wird hier sich zunächst auch exponentiell verhalten, aber dann mit derselben Zeitkonstante wie hier dieses Omega verändern. Das wollen wir also in der Simulation mal betrachten. Dann haben wir das Ergebnis der Simulation hier rechts dargestellt. Das heißt, hier bei 10 Millisekunden findet dieser Sprung statt. Oben ist die angelegte Ankerspannung, die jetzt hier von 0 auf 24 Volt springt. Wir haben ganz unten die Winkelgeschwindigkeit jetzt hier umgerechnet in die Drehzahl. Das heißt, das hier, was hier links steht, sind Umdrehungen pro Minute, 1400 Umdrehungen pro Minute, 3000 Umdrehungen pro Minute. Und in der Mitte haben wir tatsächlich den gemessenen Strom. Das heißt, hier ist das IA tatsächlich hier über die Spannung gemessen und dann umgerechnet, aber ansonsten ist das der Strom. Und das Blaue, wie gesagt, wäre jetzt hier Omega durch 2 Pi mal 60, um es in Umdrehungen pro Minute auszudrücken. Das heißt, was hier eigentlich steht, ist N von T und hier steht IA von T. Und dann sehen wir, okay, wenn wir jetzt unser Koordinatensystem bezüglich des Sprungs hier reinlegen, das sieht so aus, als ob wir hier ein PT1-Verhalten hätten in dieser Änderung der Winkelgeschwindigkeit. Und tatsächlich ist es so, hier können wir raus die elektromechanische Zeitkonstante ablesen. Das heißt, wieder mit der Faustformel, wie wir das kennen von PT1-Systemen, nach 63% der Sprunghöhe, müsste man jetzt abschätzen, vielleicht irgendwo hier. Das heißt, wenn ich hier sage, das ist mein, in diesem Fall Delta N, und wir haben hier 0,63 mal Delta N, wenn hier unten 0 ist, dann kann ich hier auf der Achse ablesen, die Zeitkonstante Tau ist dann meine elektromechanische Zeitkonstante. Und deswegen führt man die als Größe ein, weil wir die nämlich messtechnisch hier zum Beispiel aus diesem, ja, so wollen, Leerlaufversuch ohne Last bestimmen können. Das ist eine Möglichkeit, um bei bekannten Ankerwiderstand und bekannter Motorkonstante, nämlich das Trägheitsmoment des Motors, bestimmen zu können, falls es zum Beispiel nicht im Datenblatt angegeben ist. Das Problem ist, dass man dann halt hier diese Motorkonstante gegebenenfalls bestimmen muss. Und jetzt schauen wir nochmal in den Stromverlauf rein. Das heißt, löschen wir das alles und zoomen jetzt nochmal genauer in den Stromverlauf rein. Dann sieht man im Stromverlauf, der setzt sich eigentlich aus zwei Anteilen zusammen. Das heißt, tatsächlich haben wir zunächst einen schnellen Stromanstieg und dann ein langsames Abfallen. Was ist die Ursache? Tatsächlich, dieser schnelle Stromanstieg wird beschrieben dynamisch durch die elektrische Zeitkonstante, weil hier begrenzt nur die Induktivität selber zunächst mal den Stromanstieg. Hier, wenn die Winkelgeschwindigkeit bzw. Drehzahl sich nicht groß verändert in diesem ersten Bereich, bedeutet das, dass wir hier auch kaum eine induzierte Spannung kriegen im Innern des Motors und im Prinzip die gesamte sprungförmig hier anliegende Spannung komplett über die Serienschaltung aus Induktivität und Ankerwiderstand abfällt und deswegen nur hier diesen Anstieg begrenzt. Und dieser zweite langsame Abfall hier wird dann dadurch verursacht, dass aufgrund dieser elektromechanischen Zeitverzögerung die induzierte Spannung langsam zunimmt und dann hier die Spannung über der Serienschaltung aus Induktivität und Widerstand mit der Zeit abnimmt. Das heißt tatsächlich hier, wenn das eine E-Funktion wirklich wäre, die auf den Endwert gehen würde, müsste man jetzt ausrechnen, der Endwert wäre jetzt hier 24 Volt durch 2,49 Ohm. Das wäre etwas weniger als 10 Ampere. Wenn man also hier angenähert so ein PT1-Verhalten hätte, irgendwie so, dann könnte man hier raus die Zeitkonstante TA bestimmen. In der Praxis kann man das wie folgt machen. Wir können den Motor blockieren
Das heißt, im Prinzip einen Kurzschlusstest machen oder einen blockierten Rotortest machen. In der Simulation können wir das nachbilden, indem wir an der Welle eine Spannungsquelle mit der Spannung 0 anschließen. Das wollen wir uns kurz angucken. Dann habe ich jetzt hier eine Spannungsquelle angeschlossen, die die Winkelgeschwindigkeit an der Welle auf 0 Volt zwingt. Das heißt tatsächlich, das gesamtproduzierte Moment wird jetzt hier von dieser Quelle aufgenommen werden, es wird keine Leistung umgesetzt und wir erzwingen hier, dass die Winkelgeschwindigkeit die ganze Zeit 0 ist, damit auch die induzierte Spannung 0 ist. Dann wirkt hier im Motor in unserem Ersatzschaltbild nur noch die Serienschaltung aus Induktivität und Ankerwiderstand, weil tatsächlich hier diese induzierte Spannung 0 ist, weil Omega auf 0 gezwungen wird. Dauerhaft. Und das simuliert jetzt sozusagen einen festgebremsten Motor. Und damit können wir jetzt die Zeitkonstante direkt bestimmen, wenn wir hier vorne einen Sprung diese Ankerspannung draufgeben, weil dann werden wir hier im Stromverlauf IA von T tatsächlich das Zeitverhalten eines PT1-Elements haben und daraus diese elektrische Zeitkonstante bestimmen können. Auch messtechnisch simulieren wir das auch. Dann haben wir jetzt hier auch die Verläufe dargestellt. Das heißt, wir sehen jetzt hier, die Winkelgeschwindigkeit bleibt bei 0, nimmt nicht zu. Wir haben 0 Umdrehungen pro Minute, aber wir sehen jetzt hier tatsächlich, der Stromverlauf nimmt mit einer Exponentialfunktion zu. Zoomen wir etwas näher rein, sehen wir jetzt hier das gewohnte PT1-Antwortverhalten. Und wir könnten jetzt, wenn wir ab diesem Zeitpunkt hier das jetzt bestimmen wollten, unsere elektrische Zeitkonstante hieraus messtechnisch ermitteln. Wir sind hier knapp unter 10 Ampere. Das heißt, wir werden irgendwo hier knapp um die 6 Ampere rum, wenn das hier unser Wert IA im stationären Zustand ist. Und werden wir hier die 0,63 mal IA kriegen und können dann hier die Zeitkonstante ablesen, TA. Und dann sehen wir, wenn wir das schon vergleichen mit dem, was vorher war, das hier ist im Mikrosekundenbereich und die Zeitkonstante, die vorher war, war im Millisekundenbereich. Das heißt, dass hier haben wir einige 10, wenige 100 Mikrosekunden als Zeitkonstante. Hingegen hatten wir bei dem Test der Sprungantwort sozusagen der Winkelgeschwindigkeit eine Zeitkonstante im Bereich von einigen Millisekunden und deswegen ist hier auch die Bedingung näherungsweise erfüllt, dass wir unsere charakteristische Gleichung hier nur durch die zwei Zeitkonstanten beschreiben lassen.